Moin Moin Leute und willkommen zu der 9. Folge des Trainerkarrieremodus mit dem VfB Lübeck. Und ja, heute geht's gegen Kaiserslautern, aber auf jeden Fall gehen wir erstmal zu Transfers und wollen erstmal hier nochmal Julian Weigel mal mitnehmen. Kälber verleihen, Luis Klate, das ist frisch zu Rostock gekommen, aber trotzdem kann man ja mal was probieren da vielleicht. Aber sonst habe ich jetzt eigentlich auch nichts hier. Sven Köhler, De Kettmann, Verleihen oder so. Und sonst, keine Ahnung. So, also sonst würde ich hier Timo Kehren. Da will ich jetzt nicht so wirklich nehmen. Und was gibt's hier noch? Oh, Stürmer. Ja. Ich hätte nochmal Verhoek sonst mitnehmen würde. Schöpler könnte man auch noch mal gucken. Kühlwetter, nee. Schröder, Karl Weiner. Gibt es da nicht so wirklich krasse Spieler. Aber was soll's, Leute. Wir sind dann im Stadion wieder. So Leute, da sind wir auf dem Betzenberg angekommen. Hier sehen wir jemand. Skralan Tünes. Der ist Top-Spieler und da ist es. Wird auf jeden Fall eine schwere Partie werden. Da steht fest, man darf Lauter nicht unterschätzen. Und wir haben auch sehr, sehr viel umgestellt. Wir haben fast meine ganze A11 raussortiert. Aber mal gucken, ob das die gute Idee war oder vielleicht doch die falsche Idee. Also ich hoffe, das war keine schlechte Dings gewesen. Aber erstmal aufpassen hier, und dann kommt. Wir kriegen jetzt erstmal einen Einwurf, den sie auf Bachmann spielen können. Bachmann dann wieder auf Röser. Das war sehr stark. Da kommt gerade noch die Grätsche. Letztes Mal ein langer Ball. Es läuft keiner mit. Jetzt runter. Oh, stark gesehen. Sowas von stark. Ramay. Er macht ihn nicht. Oh mein Gott. Ramay macht ihn nicht. Der musste eigentlich sicher rein, aber. Egal, was soll's. Kann man jetzt auch nichts dran ändern. Nochmal Glück gehabt für. Lautern. Und wir sind treffsicher. Oh ja, mit 15 Tore. Und so gut wie fast mal alle Spiele 3-2 gespielt jetzt. Aber ich hoffe, dass es jetzt nicht nochmal so wird, dass wir 3-2 hier oder 3-2 verlieren. Da kommt er nicht ran und da steht sein Zoll. So ist er. Uiuiuiui. So schnell geht's. Da klingelt zum 1-0. Wollen eigentlich den Tabellen verteidigen, aber ja. Stark. Jetzt vielleicht mal. Ah. Ramay. Ramay ist außen durch. Ramay. Jetzt macht er ihn. Starkes Ding. Ramay habe ich vorne im Sturm. Weil er auch Stimme spielen kann. Und deswegen mal was ganz anderes hier. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, was Ramay da vorne macht. Also bin am Überlegen, ob er wirklich Stimme bei uns spielen soll. Aber ihr könnt ja sagen, ob ihr es auch wollt. Oder was ihr davon haltet. Weil im Mittelfeld würde ich ihn jetzt nicht so unbedingt machen. Und jetzt rausgesehen. Rausgelegt. Flank. Und zwar.
Ramay zum Doppelpack. Der ist so krank bei Lübeck, also hier im FIFA. Also im Real Life hat er sich ja leider verletzt. Das war gegen MSV das Spiel. Und jetzt erstmal aufpassen hier. Der Kopfball kam richtig gut rein. Verlautern. Und drei der kann ich nur zur Ecke klären. Und die Ecke kam richtig schlecht. Verlautern. Jetzt können wir erstmal in Ruhe bewahren, weil der Ball erstmal weg von unserem Tor ist, aber nicht so. Und da ist die Kretsche. Sehr, sehr stark. So. Jetzt läuft hier keiner. Ramay. Ah. Wollte er durch die Mitte spielen. Aber da war, wäre die Option oben besser gewesen. Und das war's auch von der ersten Halbzeit, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, letzte Halbzeit, let's go. Hab noch nicht mal umgestellt. Einfach so gelassen. Aber mal gucken hier. Wie sich jetzt weiterentwickelt hier. Wieder Ramay. Jetzt macht er stark, aber leider zu weit. Und Sporhalt hat ihn. Er kann ihn leicht in den Arm nehmen. Kopfballduell. Gewinnen wir aber. Kopf ihn nimmt's aus, das kann nicht wahr sein. So, bis jetzt sieht es ganz gut aus. So wie wir es uns vorgestellt haben. Und wir sind wieder mit dem Fuß da vor gewesen. Also wieder mal. Ein Kleinsorge kommt. Uiuiui. Und die Ecke kommt richtig gut rein. Wir kriegen bis jetzt auch den Ball hier nicht raus. Und wieder ist unser Abwehr da. Und die Kretscher und Rüdiger Kretchen wieder zur Ecke. Oh, Ecke kommt wieder gut. Und wir kriegen den trotzdem nicht. Wir kriegen den Ball hier nicht mehr raus. Wieder sind wir da. Wieder blocken wir den Schuss. Und wieder. Oh mein Gott. Jedes Bein von uns ist da zur Stelle. Jetzt werden sie ausgekontert. Fecker. Mit einem 3-1. Das Tor ist unverdient, Leute. Aber was soll's. Lautern hat mehr das Spiel gemacht. Und wir brauchen sie kurz auskontern und machen das Ding. Und jetzt pfeifen die Fans noch. Das ist schon irgendwie traurig, dass die Fans jetzt auf einmal pfeifen. Die kennen nichts dafür, wenn unsere Spieler immer mit einem Fuß voraus sind und jeden Schuss blocken können. Und sie finden einfach keine Lücke. So wie jetzt. Jetzt müssen sie wieder hinten rum spielen. Und wieder. Wir verteidigen es ganz gut da hinten. Jetzt haben sie mal eine Idee. Die war nicht mal so kacke, aber die Hereingabe war so Müll gewesen, dass daraus nichts passieren kann. Und allgemein, das war auch schlecht. Und da kriegen wir fast den Ball. Was macht Spalt? Der lässt sich einfach Zeit. Ihn juckt es noch nicht mal, dass sie hinten liegen. Jetzt kriegen wir auch noch einen Wurf. Und er ist noch in der Ecke. Winkler. Ecke kommt. Kommt nicht so schlecht. Aber jetzt hat Spalt stehen. Beim zweiten Versuch. Und jetzt runtergelegt auf Winkler. Und jetzt haben wir ihn wieder. Ah. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Oi. Riebele. Und Kleinsorge.
Wir sind wieder abseits. Ich wollte gerade sagen, wenn das kein Abseits ist, Sherry, dann fechte ich die Welt nicht. Und Poirier kommt jetzt. Eieiei. Poirier. Das kann jetzt wieder lustig werden. Der soll hier nochmal was zeigen. Aber es ist so einfach viel zu wenig von Lautern, was sie hier spielen. Boland. Boland schießt und spart Schattens sicher. Und legt den Ball wieder. Oder schießt er hoch? Er schießt ihn hoch. Ja gut, die Zeit war auch abgelaufen. Jetzt machen sie auch Zeitspiel. Das Ding ist durch, Leute. Wir gewinnen 3-1. Und das war's von der Partie, Leute. Wir sehen uns im Interview wieder. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Danke für dieses Gespräch. So, Leute, und damit bleiben wir Erster. Und mal gucken, wie Magdeburg gespielt haben. Die haben auch gewonnen, oder? Ne, Magdeburg hat noch nicht mal gespielt, sehe ich gerade. Aber Rostock hat gespielt. Und die gewinnen gegen Wiesbaden 2-1. Und Entwicklungsplan von Rüdiger. Na dann, gucken wir mal, wie es jetzt hier ja, gut, der. Ich würde ja sagen, dass er Flügelspielmacher. Ja gut, hier. Denn zentral? Nein. Hier, linker Flügel. Oder? Ich weiß nicht. Doch, ich mache linker Flügel, Leute. Ihr kennt ja auch sagen, wenn wir noch alles so Entwicklungsplan gucken sollen, wofür sie alle hinmachen sollen. Jetzt ist für die Training. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis